Ja, so schnell kann der Winter kommen. Ich stehe jetzt hier auf der Passhöhe vom Pass Thurn auf 1273 Meter. Wenn die Farbe so ausschaut wie hier im Monitor, dann tut es mir leid. Aber es ist die einzige Möglichkeit, hier was zu drehen. Es ist jetzt 5.30 Uhr. Ich bin eigentlich auf dem Weg heute nach Deutschland, nach Bielefeld oder mal ins Rothaargebirge heute. Und das sind ja doch 8 bis 9 Stunden Fahrzeit, wenn man die Pausen mit einberechnet, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und da haben wir gedacht, fast früh los. Ja, und dieses Riesensturmtief, Orkantief, das da war über Frankreich, Britannien, Südengland und hat ganz Europa im Griff. Und eines davon, diese Riesenschleppe, die es hier gegeben hat, von Regen, der ein Italientief ausgelöst hat. Und gleichzeitig jetzt eine Kaltfront, die drüber zieht. Ja, und so schaut es hier aus, wenn ich mich da wieder umdrehe. Wir sind hier direkt auf der Hauptstraße von Pastoren, also so 15 cm wird es geschneit haben. Ich kann nicht viel zeigen, weil ich hier direkt unter der Lampe stehe, die unglaublich orange ist. Es ist ja noch nicht viel los, Gott sei Dank. Wie gesagt, das ist die Hauptfahrbahn. Wir haben so um die 0 Grad und wie ihr sehen könnt, sehr, sehr starken Schneefall. Große Flocken. Noch ist hier nicht viel los. Die Einheimischen sind natürlich gut ausgerüstet mit Winterreifen. Aber es geht hier kein Wind, es ist relativ ruhig. Ja, so schnell kann es gehen. Und gestern hatte ich hier noch in Mittersill, übrigens, es hat runtergeschneit bis 700 Meter. Ursprünglich war geplant, dass es bis 1000, ein bisschen, ja, 1000 Meter vielleicht schneit. Und jetzt sind wir unter 1000 Meter bereits. Und das ist natürlich schon extrem tief. Also 700 Meter, ich war in der Früh, habe ich 5 Grad bei mir gehabt. Also schreckt euch nicht an der Farbe, das liegt an der Lampe da oben. Aber rundherum gibt es sonst nichts. Ich wollte euch da einfach ein bisschen teilhaben lassen, bevor ich weiterfahre. Wie gesagt, ist noch ein langer Weg heute. Also ich kann da nicht weit fahren, wie ihr seht, rundherum, wenn ich mich da drehe. Rundherum ist eigentlich nur schwarze Nacht. Wie gesagt, 5.30 Uhr. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Das ist natürlich sensationell. Wir gestern 16 Grad bei mir noch gehabt und heute tiefster Winter eigentlich in so kurzer Zeit. Also die Wetterkapriolen halten die Welt in Atem. Man sieht es immer wieder aufs Neue. Es hört nicht auf. Immer wieder passieren irgendwelche Wahnsinnsgeschichten. Neben der Bretagne, dieses Riesen-Orkantief, was eben da jetzt war, das neue Rekorde im Windgeschwindigkeiten gebracht hat auch. Ja, und ich habe mich deshalb jetzt fürs Rothaargebirge entschieden. Ich habe ein paar Termine dort in Bielefeld und Umgebung. Und haben wir gedacht, pass auf, morgen Samstag oder heute besser gesagt, kommt ja auch noch ein zweites Orkantief und das sollte auch Deutschland betreffen wieder. Und da wollte ich einfach, bin ich ein bisschen früher gefahren, ich wollte jetzt eigentlich am Sonntag fahren und ich muss da von der Straße weggehen, weil da kommt jetzt gerade ein Auto. Schauen wir mal kurz rüber. Also wie gesagt, die Einheimischen sind ja hier gut ausgerüstet. Die meisten haben Winterreifen, ist so und so klar, und Allrad ist auch klar. Und dann hört es auch, es ist alles ziemlich nass. Also richtig frieren tut es ja nicht, weil es ja hier 0,5 Grad aktuell hat. Ja, ich hoffe, es schaut nicht ganz so schlimm aus wie hier am Monitor. Gesicht, aber was ist machen? Ja, rede auch noch ein bisschen Quatsch, weil es so früh am Morgen ist, aber im Prinzip möchte ich einfach das zeigen, was hier los ist und wie schnell jetzt der Winter hier plötzlich eingekehrt ist. Und da hinten kommt schon wieder ein Auto, sehe ich gerade. Da muss ich jetzt wieder auf die andere Seite mich setzen. Ja, da ist das Gesicht ein bisschen schwarz. Macht ja nichts. Also für alle, die keinen Schnee haben, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen teilhaben dran. Ich muss jetzt damit aufhören, weil ich muss weiterfahren. Ich kann auch nicht viel Zwischenschnitte drehen, weil ich einfach in Zeitnot bin, weil ich möchte auch ankommen und es wird eine lange Fahrt werden. Alles klar, das war es hier vom Pass Thurn im Salzburger Land auf 1300 Meter, sage ich jetzt grob genommen. Ja,
ein Riesenorkantief, das hier den Winter auch gebracht hat durch die Kaltfront. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen vielleicht oder in den nächsten Tagen mit dabei seid. Ich werde immer wieder was dokumentieren. Ah, jetzt kommt der Schneepflug auch. Den zeige ich euch natürlich auch noch, das ist klar. Da schalten wir noch mal kurz um. Da kommt jetzt der Schneepflug. Und hinter ihm gleich der LKW. Ja, weil vielleicht haben wir morgen ein bisschen Wind. Ich werde das alles dokumentieren. Der LKW überholt den Schneepflug. Wie dumm kann man sein? Der LKW sollte froh sein, wenn er hinter dem Schneepflug nachfährt. Nein, er überholt den LKW. Nee, den Schneepflug. Also hier am Passtouren selber hat es vielleicht 10 cm, ein bisschen über 10 cm. Da kommt jetzt der Schneepflug. Nee, der ist stehen geblieben. Der mag nicht. 10 cm in etwa wird es haben hier. Vielleicht ein paar 12. Bei mir unten sind es 5 cm gewesen. Unten wird das sehr schnell wieder verschwinden, je nachdem wie es weitergeht. Da sieht man nur die Lampen hinten, das sieht man nicht. Jetzt dreht er wieder um. Schade. Naja gut, er räumt vor mir, weil ich muss ja eh Richtung Tirol. Das ist jetzt hier genau die Grenze zwischen Salzburg und Tirol, der Passtouren. Alle, die schon in den Süden mal unterwegs waren, die kennen das. Alles klar, dann freue ich mich. Vielleicht sehen wir uns ja in Deutschland bei ein paar Einstiegen und ein paar Clips. Wenn das Wetter dort interessant wird, melde ich mich wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße zu dieser frühen Morgenstunde hier am Passtouren und bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, grüß euch, pfiat euch.